Der Sommer, er ist ziemlich offensichtlich vorbei. Jetzt kommt der Herbst, es wird alles langsam schön bunt. Aber was ist denn jetzt im Garten noch los? Das bespreche ich heute mit Frau Scheu-Helgert und dafür bin ich bei der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau. Danke erstmal für die Einladung. Ja, was kann man denn jetzt tatsächlich hier im Garten noch ernten? Gibt es noch was? Also wer rechtzeitig die Weichen gestellt hat, sprich einiges im Juli, August oder auch noch Anfang September gepflanzt hat, der kann jetzt super ernten. Sie haben völlig recht, die Tomaten sind weg, die haben wir weggeräumt, die haben jetzt unter dem Regen gelitten. Aber was jetzt wirklich wunderbar wächst, sind Salate, sind Kohlpflanzen oder der Chili hier. Also wir können jetzt aus dem Vollen schöpfen. Wir können aber sogar auch noch pflanzen oder säen. Welche Dinge kann man dann jetzt noch ausbringen? Kann man jetzt wirklich noch an die Beete gehen und Blumen pflanzen oder was kann man jetzt einbringen? Bei dem Stichwort Blumenpflanze fallen mir jetzt natürlich die Zwiebelpflanzen ein. Also das heißt, diese ganze reiche Palette von Winterling, Krokus, Schneeglöckchen, Tulpen, Narzissen, alles was man im Frühling haben möchte, das ist jetzt zu pflanzen. Im Gemüsegarten kann man noch Gründüngung sehen oder auch Kresse für die Herbsternte noch. Ist es denn dann jetzt besser, was zu säen oder kann man tatsächlich das Feld oder den Garten schon bearbeiten? Früher war es natürlich so, dass man im Oktober umgegraben hat. Heute ist Umgraben im Oktober falsch, weil die Böden noch ganz warm sind und eigentlich verschenkt man als Gemüsegärtner ja, ein Vierteljahr, 3 Monate bis Weihnachten, wenn man jetzt umgräbt. Wer jetzt nicht umgräbt, sondern vielleicht vor 4 Wochen schon gepflanzt oder gesät hat oder hier noch eine Kleinigkeit sät, Kresse zum Beispiel oder Feldsalat pflanzt, der kann diesen Gewinn aus dem Klimawandel, nämlich die nächsten 3 Monate, sogar wunderbar ausnutzen. Und er wird keinen Gießstress dabei haben. Und wie sieht's aus mit den Pflanzen? Halten die denn den Frost aus? Oder gibt es vielleicht auch, nee, ich denke mal an Kübelpflanzen, die es nicht so gut vertragen. Was macht man mit denen dann zum Beispiel? Kübelpflanzen sind unterschiedlich empfindlich. Solche aus den Tropen, der Veilchenstrauch zum Beispiel, den würde ich jetzt schon sehr stark im Auge behalten. Bei Oleander braucht man sich eigentlich noch keine Sorgen zu machen. Der kann noch draußen bleiben. Er soll möglichst lange noch draußen bleiben. Was man machen kann, ist, dass er nicht so frei steht, sondern ans Haus gezogen wird. Und wenn es dann ganz kalt werden sollte, also es gab ja heuer schon Reifnächte, auch bei uns hier in Franken, einfach was drüber gedeckt. Vlies, so wie im Gemüsegarten, oder einfach ein alter Vorhang. Ja, wie Sie gehört haben, gibt es noch einiges im Garten zu tun. Wir können noch Sachen anpflanzen, essen und ein paar schöne Blümchen begutachten. Vielen Dank für die Tipps und Tricks, Frau Scheu-Helgert. Und vielleicht verbringen Sie ja jetzt auch noch ein paar schöne Stunden im Garten.